Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Age of Wonders 3. Wir befinden uns in der Mission von Bormagorg-Strecken, in der fünften Mission der Elfenhof-Kampagne und sind so weit vorgedrungen, dass wir 2 von 4 Gegnern bereits besiegt haben. Und ja, also für, wie hieß sie nochmal, die gute Liana sieht es auch ganz schön düster aus und für Verlag auch nicht besonders gut. Es hat das letzte Mal irgendwie vermutet, dass das seine Hauptstadt ist. Das stimmt natürlich nicht, das ist seine Hauptstadt. Das ist die werden dann immer sichtbar gemacht, wenn man die Person trifft. Und das ist dann wohl seine Hauptstadt hier. Genau, aber früher oder später kriegen wir auch Truppen dahin. Also hier ist zum Beispiel Bormag unterwegs. Genau. Okay, sie hat sich leider gut formiert. Ja, da kann man nicht viel machen. Genau, gucken wir, ob wir heute den Sack zugemacht kriegen, spätestens nächste Woche. So, die wurde ins Reich übernommen, kann aber überhaupt nichts machen groß. Dann machen wir auch nichts groß. Das ist hier hinten fernab von allem. Kaserne ändern. Jetzt ein paar Armbrustschützen. Kostet 50 Gold, die wir nicht haben. Okay. Ja, nicht viel machen. Das Geborene. Ja, den schicken wir direkt mal raus. Das kostet Geld. Fälle erneuern, herangewachsen, Eindringlinge erforschen. Nutzt die technische Fähigkeit des Reichs, um Befestigungsanlagen mit Mana zu reparieren. Stellt bei einer beschädigten, unbesetzten Mauer oder einem beschädigten, unbesetzten Tor sämtliche Trefferpunkte wieder her. Das ist also eher defensiv. Brauchen wir eher nicht. Maschinen machen wir nicht. Also es gibt nicht viel. Machen wir noch Steinhaut. Das können wir machen, das ist mir klar. Jetzt die Frage, ob die Truppe hier die Leute hier kaputt machen kann. Sieht ein bisschen schwierig aus. Gucken wir erstmal andere Sachen. Hier könnten wir noch jemanden kaufen. Ich frage, ob das überhaupt sinnvoll ist. So fernab von allem würde ich jetzt erstmal sagen, nein. Der Schock-Truppenkämpfer ist noch wichtig. Die Truppe ist wichtig. Wir hoffen, dass sie jetzt nicht einzeln gepickt werden, sozusagen. Da ist noch ein Schürfer. Den holen wir uns aber noch. Die brauchen wir hier zum Verteidigen. In der Stadt. Ihn auch weiter vor, natürlich. Was war dein Job? Hier ein bisschen Erde bewegen, ne? Und dann war's das hier. Ich erinnere mich. Das wird interessant. Ziemlich ausgeglichen, bin ich mal gespannt. Also der große Drache hat eine gute Priorität. So, Erstgeborene sind feuerimmun. Machen deswegen auch ordentlich Schaden. Ansonsten können wir versuchen, auch möglichst schnell ein paar kleine Fuzzis auszuschalten. Es wird Flüsse geben. Da wird einer davon sein. Keine Wirkung, okay. Müssen die da sich irgendwie betteln? Und jetzt ist die große Frage,
Assassinenangriff auf den. Sie kann nicht flankiert werden. Kann nicht flankiert werden. Ja, das ist die Frage, ob man nicht lieber so ein. Wir probieren das mal so, dass wir uns ein bisschen. Mal ist das nie eine gute Idee, die Sachen zu verteilen, seine Schadenspunkte und so weiter, aber hier machen wir das einfach mal. Zaubern nächste Runde. Ja, das ist dumm. Okay. So stark Sündern auch ist, man muss sie ein bisschen weghalten von dem Großen. Also ist die Taktik jetzt. Erstmal die Kleinen wegzufischen, dass man dann den Großen alleine übrig hat. Stehen sich natürlich hier schlau hin und haben diesmal auch eine bessere Karte. Obwohl, nee, das ist die gleiche, ne? Müsste reichen. So, jetzt könnten wir noch zusätzlich Steinigung einfach mal zaubern. Ja, das war so geplant. Okay. Hätte noch jemanden heilen können, aber. Hat's noch? Sehr gut. Überlebt das bitte. Okay, tun sie sogar. Würde ausreichen. Boah, was? Ich überlege mir noch Steinigung. Vielleicht nicht ganz. Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir eine geweihte Heilung. Die das möglichst noch überleben. Zurückschlagen. Stellt sich einfach neben den. Verteidigungsposition, das gefällt mir nicht. Du kannst eigentlich nicht viel machen. Der hat das ein bisschen verschwendet, aber. Okay, und zaubern können wir nichts hier, also Segen macht. Okay, das hätte man auch früher mal zaubern können auf die Jägerspinne, aber. Das. Boah. Zweimal, das wird sie oder so nicht überleben. Schade. Oh. Das war nicht schlau. Von dir. Feuerexplosion. Hätte die Spinne töten sollen, also die Möglichkeit hatte. Wir wären Eier, damit können wir nützlich werden. Observatorium. Für mehr Gold. Und hier haben wir jetzt irgendwie wir wären Eier gefunden. Okay, wir haben da alles schon, wir wären. Naja. Verbessert euren Helden. Kann sie denn überhaupt noch irgendwas Cooles?
Projektilresistenz ist sicherlich nicht verkehrt. Welle durchqueren. Schattenschritt, Unsichtbarkeit, Tankos, das war alles nicht so der Hit. Geben wir mal noch Projektilresistenz. Und Erstschlag wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Was hat sie denn an Ausrüstung? Rüstungsdurchschlag. Oder wir geben ihr noch eine Verteidigung mehr. Zack, 18 Verteidigung, läuft. Gut, damit haben wir die Stadt hier befreit. Das wäre die Frage, lohnt es sich hier noch Schatzfundort, ob man hier jetzt noch so Sachen frei macht oder nicht. Ich bin nicht sicher, ob sich das noch lohnt. Ich meine, sie kommt ja so schnell eh nicht über Tage hin. Kann sie eigentlich auch noch die modernen Dinger hier, Herz des Vulkans und sowas, organisieren. Da, okay, nächste Runde. Haben nur noch 10 Zauberunterstützung für den Kampf. Jägerspinne leider alle ein bisschen geschwächt. Wir können versuchen, die Hauptstadt hinterrücks quasi einzunehmen. Die haben keine Mauern. Könnten wir das vielleicht doch schaffen. Keine Mauern ist natürlich ein enormer Nachteil, den sie da haben. Gegen Feind mit Mauern hätte ich das vielleicht nicht gewagt, aber wir können ja langsam vorgehen. Er hat ja die Heilung, ne? Oder zumindest verschiedenste Sachen. Bleiben einfach schön defensiv und wir können dann hier mit Blitzen sowas agieren. Da treffen wir sogar 3 Einheiten, wenn wir weit genug vorkommen. Hehe. Einer sogar betäubt. Außenrum. Segen könnten wir noch zaubern. Ist das den ganzen Zauber? Bis zum Ende des Kampfes. Dann segnen wir ihn doch. Holt ihr ein Fernkampfduell, ja? Könnt ihr haben. So, und du gehst und gehst die weiter. Ja. Nächste Runde gibt es wieder einen Blitz. Oh ja, das steht hier richtig gut. Oh, danke. Meine Güte. Das ist viel zu liebenswürdig von euch. Kaching! Auf den, ne? Hm.
Sehr gut. Ein Schaden, ne? Ist okay, alles gut. Nur ein Blitz auf euch. Ist mir noch alles Wumpe sozusagen. Okay. Dann stellen wir den nächsten in Reichweite, das ist auch gut. Vorne, genau. Sehr gut. Keine Wirkung auf das Ziel, okay. Da ist aber eine Wirkung. Langsam, aber sicher. Wie gesagt, wir können das hier als Fernkampf-Duell machen. Wenn ihr rauskommt, dann wird das vielleicht was, aber wenn ihr unbedingt drinnen stehen bleiben wollt. So machen. Ich hab Zeit. Ah, jetzt hat er mal genügend. Das ist okay, ich hab nachwachsen. Hat er überlebt? Ah, sogar noch an Blutung gestorben. Ja, noch tauchen Geister an. Perfekt. Ah, überlebt. Schade. Egal, wird es trotzdem nicht schaffen. Okay. Ja, Verluste davongetragen, natürlich, aber zu welchem Preis? Verlag wurde besiegt, aber ich bin mir sicher, dass ich gesehen habe, wie Herrn der Lehrer eintrat. Er muss nur irgendwo eine Residenz haben. Verflucht sei er. Wir können jetzt nicht Zeit opfern, um uns. Wir können jetzt nicht die Zeit opfern, uns um ihn zu kümmern. Natürlich können wir die Zeit opfern. Zack. Da sind ja auch keine Verteidiger. Also Verlag ist Geschichte. Solange er jetzt nicht noch groß was zu sich zieht, hat er verloren. Was hat 1000 benutzbare Fähigkeiten? Okay, das ist gut in der Verbindung. Netzwurf kann man verkaufen. Heiliger. Ja, kann hilfreich sein. Es geht nur darum, wenn ich ihm jetzt Heilung noch gebe, dass er überhaupt diese 10 Slots noch zur Verfügung hat. Heilung ist nämlich an sich ziemlich praktisch. Ja, jetzt können wir ihm noch Schockschutz geben, einfach so. Ist durchaus hilfreich.
gegen einen Zauberer. Übernehmen. Ja. Gut. Herr Armeen lesen sich auf, der Feigling ist geflohen. Er ist besiegt, aber noch lebt er. Aha, interessant. Interessante Wendung. Muss Werlag also hier nur selbst persönlich besiegen, sozusagen. Interessant. Ja, macht nichts, alles gut. Bündnis. Wie wurde befördert? Achso. Nochmal befördert. Hat es die Maximalstufe, das passt. Eins mit den Bäumen mit Tarnung, ne? Das brauchen wir nicht. Wacher Blick, Vernichtung der Untoten, umschlingende Berührung. Nee. Ich würde sagen. Einmal Leben und einmal Resistenz. Zack. Steinert erforscht daran gewachsen, hat verloren. Verlangsam. Das ist gar nicht so schlecht. So, ich würde sagen, erstmal Sundren. Die kann nämlich noch Erfahrung verbrauchen. Ne, der hat auch schon das Maximum. Dann ist Arzt auch egal. Eigentlich noch die Frage mit Bormag. Erkundet. Kannst du noch irgendwo schnell einen Kampf? Ist das da hinten, ne? Höchstens da hinten, aber ich glaube nicht, dass du noch die Möglichkeit hast, weil. Ich liebe es, wenn die KI so was Dummes tut. Holzwald, okay. Das heißt, wir machen das. So. Hals ab. Gut. Also doch noch manuell kämpfen. Was auch irgendwie sinnvoll ist, wenn ich jetzt so die Episodenlänge so sehe, ist ja durchaus noch Zeit drin für einen manuellen Kampf. Okay, also ich habe gesehen, ziemlich viele Fernkämpfer. Das wäre das Schleus. Das Problem sind auch noch Langbogenschützen. Man könnte versuchen, aus dem Draconer Feuerwerfer ein bisschen was rauszuholen. Ansonsten sind die auch sehr gut verteilt. Also, aber wenn, würde ich hier gerne nach links gehen. Wenn ich mich entscheiden muss zu einer Seite, dann ist es eindeutig links. Nicht, aber die ganzen Langbogenschützen sind, ne? Okay. Machen wir einen neuen Steinwall-Segen. Segen auf ihn. Manticore-Reiter, ne? So, wir können. Die Leute, die um Nomlik sind, können ruhig sterben, wie die Fliegen. Die werden wiederbelebt. Heilige Justiziare und so. Ansonsten wäre es gut, Nomlik hier, also allgemein hier so außenrum irgendwie zu kommen. Wir haben relativ wenig fliegende Einheiten, / nur Nomlik selber. Ist okay. Und so.
Dorthin. Du gehst. Gehst du mit in den Fernkampf? Ich habe Angst vor dem Bogenschützen da hinten, aber auch immer so. Genau, Moskitofeile sind nämlich ganz schön Knorke. Sprengsatz auf den Land Bogenschützen. Perfekt. Können wir nochmal zweimal zaubern. Das wäre sehr hilfreich. Jetzt ein AOE da rein. Könnte man überlegen. Und den investieren will. Ob man das investieren will, dass er darüber rennt oder nicht. Ansonsten wäre es natürlich einfacher, hier ein Stück vorzugehen. Aber der hat unter uns gesagt, eh nicht mehr das ewige Leben. Aber ich könnte ja. Okay, dann müssen wir noch eins weiter vor. Kann er nämlich da hoch, das ist super. Hier müssen wir ihn auch mal irgendwie einen Weg frei machen, dass er hier vorkommt. Kill. Schade. Wieso? Geil. Geil. Ist auch einfach so vor. Du kannst noch was machen und wir können noch zaubern. Wir sind jetzt nicht geblendet. Du bist geblendet, ne? Du noch nicht. Der andere auch noch nicht. Schade. Okay. Du bist Geschichte. Wie können wir noch das meiste aus dir rausholen? So, zum Beispiel. So. 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 Okay. Und tja, wie machen wir das mit dir? So, dass du nicht flankiert werden kannst am besten, ne? Blendsprengsatz auf. Schade. Was ist mit dir? Eingefroren? Was ist das denn? So ein Quatsch. Halt
ob du das überlebst. Zurückschlagen. Betäubt! Ich krieg eine Meise. Das ist es jetzt. Werden betäubt, das ist das Problem. Ansonsten ist es überhaupt kein Problem. God. Ich krieg eine Meise, ey, betäubt. Laden. Er kann noch eine eiserne Dings auf sich machen. Wer ist das? Eisernes Herz. Das sollte er auch tun. Gute Möglichkeit. Hat. Krüppelt, aber nicht gedingst. Er ist in das Herz, damit hast du dann noch mal mehr Rüstung. Das sind ziemlich die Rüstung, oder? 20. Schießen, na dann. Was denn das Wort ist? Feuer frei. Hehe. Und hier noch. Und du machst dann den Rest. Hehe. Okay, war ein Versuch. Das kann ich hier vielleicht noch einfällt, wenn wir Pech haben. Das ist eh schon maximale Stufe, oder? Ja, dann ist es auch egal, wer den Kill hier kriegt. Ja, musste man schon ordentlich loslegen. Und jetzt haben wir natürlich hier Speer. Was kannst du? Nur angreifen. Ein Monsterjäger. Trotzdem eine Runde warten. Dann haben wir erstens alle ein bisschen regeneriert. Und mehr Zauberunterstützung. Du schaffst das eh nicht. Gleichzeitig, aber die schickt man einfach schon mal mit los. Ich genauso, tut nicht weh. Das heißt, Burmak hat vielleicht nochmal eine Chance, nochmal einen Kampf zu führen. Mal ein bisschen XP zu sammeln, ne? Du hast noch nicht genügend. Ja, du bist gerade mit Stufe 10.
So. Ja, ist eigentlich egal, geht irgendwo hin. Kannst da bleiben. Ja, du kannst auch nochmal eine Festung errichten, einfach damit es gut aussieht. Okay. Passt maximale Stufe. Ist egal. Maximale Stufe ist egal. Ist egal. Egal, alles egal. Ja. Ich würde mich einfach noch interessieren, vielleicht. Vielleicht schaffen wir es noch, die Stadt dazu errichten, um zu gucken, was. Oh, die ziehen sich alle zusammen. Das ist natürlich ein bisschen fies. Findet sie eher gut. Hat eine Mission für uns. Interessiert mich nicht. Anschluss. Können wir machen. Erstschlaf, Fernkampf, Stärke, Fliegen. Fernkampfstärke ist nicht schlecht auf dir. Wegen der Feuerbombe. Da müssen wir jetzt eh mal kurz ein bisschen was machen. Reska, Keule. Wie lange dauert das, bis du was zu Burma geschickt hast? Weil ich habe überlegt, diese Klingenprojektile sind ja ziemlich gut. Wenn man vor allen Dingen so AOE-Angriff hat. Das finde ich immer gut, Fernkampfstärke. Gehirnvoll ist auch nicht schlecht, aber das ist besser. Langbogenschießen ist auch sehr gut. Schwere Armbrust brauchen wir nicht, wenn wir das haben. Vielleicht das brauchen wir auch nicht. Die Schockbolzen brauchen wir nicht. So, jetzt nochmal die Frage an dich. Wenn du so weit fliegst, wie du kannst. Wie lange braucht das? 2 Runden, das ist mir zu lang. Hier maximal noch 1 Runde warten. Aber wir gehen jetzt hier nochmal vor. Ich mache das jetzt manuell, dass ich Burmark noch möglichst viel. Dass er möglichst hier alle Erfahrungspunkte bekommt. Ich muss einfach nur mit denen mich hier so hinstellen, verteidigen, dass sie genervt sind. Und die nicht töten. Oma killt dann die als einzeln weg. Ja, weiß es nicht, ob sie jetzt. Ja genau, da ist ein bisschen geschwächt schon. Ja, wenn alles auf Bohrmarken gut ist. All hail to Burmak. Und jetzt nochmal die Frage. Okay, erstmal ist auch egal, den müssen wir dann eh das nächste Mal nochmal die zehnte Menge Fernkampfstärke nochmal reingeprügelt. Und eh dann in der nächsten Mission nochmal neu leveln. Klingenprojektile möchte ich unbedingt auf ihn haben. 2 Runden immer noch. Gerade den Titan und so, da muss er die Erfahrung für bekommen, das wäre wichtig. So hinstellen, dass er nicht flankiert werden kann. Alle anderen auf 7/8 Stellung. Ja.
Oh, nicht. Doch, auf den hinten. Okay, leider. Daran ist dran gestorben, was soll's. Soweit so gut. Okay, das müsste jetzt eigentlich reichen. Ja. Sehr schön. Jetzt müsste das da aber nur eine Runde dauern. Danke. Hat er nämlich dann Klingenprojektile, eine Feuerbombe, erhöhte Fernkampfstärke plus 1, dann noch Fernkampfstärke plus x aus den Fähigkeiten, die er hat, Langbogenschießen und schwere Verbrennung hinzufügen. Das ist ziemlich gut, muss ich mal sagen. Ja, da müsst ihr jetzt noch einen Zug warten. Kommt er sogar noch rechtzeitig. Hätte das gedacht. Egal. 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 Kundet, okay. Wo ist Bomak? Du könntest ja nächste Runde sogar noch mehr Erfahrung sammeln. Schaffen wir das sogar noch? Nicht ganz. Vielleicht warte ich dann noch eine Runde, hm? Mach mal nicht so. Um die Stadt wieder aufzubauen. Dann wird zwar die letzte Schlacht länger, aber ich möchte es einfach mal wissen. Glücklich, übernommen, Magiefest, Bündnis. Bündnis. Da, Gegenstand ist eingetroffen, das passt. Neue Forschung ist eigentlich auch egal. Verbannen. Nix. 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 Normalerweise mache ich sowas nicht, aber jetzt habe ich immer angefangen, das zu machen. Jetzt will ich das auch zu Ende führen. Level aufgestiegen, guck an. Leben. Verteidigung. So. Seit einer Runde wäre noch warten. Cool. Damit wir mit ihm hier. Ich will mal einfach gucken, wie groß die Stadt ist, was sie da so kann. Was sie hier. Okay, die wäre schon ganz schön relativ weit ausgebaut. Aber müsste man trotzdem noch einiges einsetzen. Ne? Die lebt jetzt davon, dass man sie noch ein bisschen weiter wachsen könnte und dass sie dann einen relativ direkten direkten Weg, wo ist das, der Teleporterausgang, hier, wenn man hier noch Straßen bauen würde, einen relativ direkten Weg an die Oberfläche gehabt hätte. Aber ja. Brauchen wir nicht. Ich das doch schaffen. Ja, ich kann mich doch hier schön zurückziehen. Erstmal die Flamme auf mich machen. Jetzt könnte ich mich so umdrehen. Und mir erstmal ordentlich einen zaubern. Auf Schamane, Nymphe, Jäger, die Nymphe. Die halt geheilt, aber ich habe ja nochmal zwei. Okay.
Wie weit steht ihr auseinander? Zu weit, oder? Ja. Zack, zack. Stecke ich hinterm Stein und freue mich. Verbrannt und blutend, das meine ich. Und das in einem AOE in einer Belagerungssituation. Au! Dann kann man natürlich schnell ins Gras beißen. Hätte ich auch fast. Also diese Giftbolzen sind nicht zu unterschätzen, vor allem wenn man keine... Ja, für mich nehme ich die Belohnung, was soll's. Hat er noch mal ordentlich Erfahrung bekommen, das ist okay. Und jetzt zur eigentlichen letzten Schlacht. Machen wir mal aus, weil wir es können. Du bist ja schon maximal Level. Ja, einfach... Haben wir es können, noch manuell, dann ist die Episode auch gut genutzt. Haben wir Burmark noch ein Level verschafft, ihm nochmal den King-Boy-Kill-Dings gegeben. So. Wie immer suche ich mir eine Seite aus, auf der ich lieber vorgehen möchte, und das ist die Seite hier außenrum. Du kriegst noch eine glaubensstarke Berührung. Ja, ziemlich viele Nahkämpfer, die auf den Wellen hoch können, und hier haben wir einiges an Fernkämpfern. Das trifft sich eigentlich immer ganz gut, die Kombination. Die Drohne macht ein bisschen die YOLO-Geschichte, wie so immer. Vielleicht kann man hier noch einen Kill für Burmark rausholen. Noch Blend-Projektile kann er doch machen. Auch mit allen Fernkämpfern da außen rum. Überlebt. Boah, zu früh gewollt, wollte ich fast sagen. Schade. Egal. Selbstmord. Das wäre eigentlich cool, wenn wir... schade, ich wollte diesen Kill gerne Burmark lassen. Also müssen wir jetzt uns irgendeinen anderen Kill überlegen, den er bekommt. Der Crit war ein bisschen... unpraktisch dahingehend. So. Okay. Ja, was soll hier noch passieren, ne? Zack, tot. Zack. Den vielleicht.
Ummark übergeben. Ja. Jetzt nochmal einen Kill bekommen. Sehr gut. Und jetzt einfach irgendwie kaputt hauen. Das ist echt egal. Helden, alle Helden maximale Stufe. Also Ummark, wie gesagt, in Ummark haben wir jetzt so viel wie es geht rein investiert. Irgendwie vertretbar war. Weg. Weg. Auch nicht. Gehen. Du kannst nichts mehr machen. Du gehst dahin. Du kannst noch super viel machen. Bitte? Hä? Hat er mir nicht gerade gesagt, ich kann ihn da angreifen? Egal. Ist vollkommen egal. Es sind nur noch drei Gegner. Dass wir die hier noch alles zerlegen, ist mir auch egal. Nicht der atemberaubendste Endkampf, aber ich dachte mir, machen wir das mal noch manuell. Einfach, dass wir noch was Schönes zum Schluss haben. Mission abgeschlossen, Jägerin hat verloren und mit diesem Bild möchte ich jetzt die Mission beenden. In der 5. Episode geschafft, das ist ja mal ganz angenehm, wenn ich an Melanis denke mit 10 Episoden. Ja genau, und jetzt folgt dann die letzte Mission für den ich hätte fast gesagt Schadenbund für den Elfenhof, quasi das gute Ende. Das kenne ich selber noch nicht, also bin ich selber gespannt, wie jetzt die letzte Mission aussieht, ob die jetzt ähnlich aussieht mit, wir müssen die beide, also wie beim Schadenbund, wir müssen die beide isolieren, dass die miteinander reden müssen. Wäre jetzt schade, wenn es dieselbe Karte wäre sozusagen, nur mit anderen Schadeinheiten. Ich hoffe einfach, dass es nicht so ist. Gut, Freunde, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.